Ja, hallo, Dirk Brandt hier für den Podcast Schlagabtausch, den ich zusammen mit meinem Kollegen Timo Ickenroth durchführe. Und heute gibt es wieder einen neuen Gear-Check. Und wie im Ticker schon angekündigt, es handelt sich heute um eine Fame Kupfer Snare Drum in 14 x 6,5 Zoll. Also dranbleiben. Die heutige Snare wurde mir freundlicherweise vom Music Store aus Köln zur Verfügung gestellt und ist eine 14 x 6,5 Fame Copper Snare Drum. Die genaue Bezeichnung ist FSC. Die 65 steht für 6,5 Zoll Tiefe. Die Snare Drum ist in 14 Zoll gehalten. Sie hat 10 Stimmschrauben, hat oben und unten Fame Snare Drum Felle. Und ich finde ein wunderschönes Finish in diesem gebürsteten Matt. Die Kesselstärke beträgt 1,2 mm. Wir haben 10 Stimmschrauben, wir haben Diecast Hoops. Die Snare Drum sieht unheimlich edel aus. Der Preis liegt bei sage und schreibe 219 Euro. Also für eine Kupfersnare, wow, das ist mal wieder eine Preisansage vom Store. Und wir haben sogenannte Bridge Style Lux. Und wie die Snare im Einzelnen klingt, das möchte ich euch jetzt einfach mal im Soundtest vorstellen. Wir haben zuerst wieder eine tiefe Stimmung, eine mittlere Stimmung und eine hohe Stimmung. Ich werde zum Teil Snare Drum Spezialschläge spielen, aber auch die Snare Drum ganz normal neutral klingen lassen, weil ich finde, wenn ich die Diecast Hoops immer mit anschlage oder die Spannreifen mit anschlagen, habe ich natürlich sofort einen knackigeren Sound. Aber das ist alles sehr geschmacksabhängig. Wie gesagt, ich finde einfach die Snare zu dem Preis ist echt ein Knaller. Wir haben einen 20-spiraligen Snare-Drum-Teppich. Wir haben eine sehr einfache Snare-Drum-Abhebung, die aber völlig reicht. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn man sie auf beiden Seiten justieren könnte, aber es reicht völlig und der Snare-Drum-Teppich tut sein Bestes oder die Snare Drum Abhebung tut sein Bestes dabei. So, das Ganze wurde aufgenommen mit SE Electronic Mikrofonen. Wir haben hier das V7 auf der Snare und unten drunter ein SM750. Das Ganze wie immer erstmal ohne EQ, ohne Kompressor, so wie die Snare Raw klingt. Hinterher gibt es nochmal ein Beispiel mit einem kurzen Songausschnitt, wo ihr nochmal die Snare in einer Studioversion hört. Ebenfalls in den Stimmungen tief, mittel und hoch. Also, los geht es. Die tiefe Stimmung. Nun hört ihr die Snare Drum in einer mittleren Stimmung.
Nun hört ihr die Snare Drum in einer hohen Stimmung. Das ist die Stimmung, die mir persönlich am besten eigentlich gefällt, weil da kommt dieser bauchige, erdige, warme Klang der Kupfersnare unheimlich toll zur Geltung und hat auch nicht so aggressive Obertöne wie zum Beispiel jetzt eine Stahlsnare oder eine Messingsnare. Also das finde ich an Kupfer immer ganz, ganz toll. Du kannst den Teppich ruhig hochziehen, das würde auch noch viel, viel mehr gehen. Aber du hast da immer schöne Obertöne, die eigentlich für mich nie nervig sind. Das ist natürlich immer persönliche Geschmackssache. Hören wir da doch mal rein. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick davon bekommen, was diese Snare so leisten kann. Jetzt kommt nochmal die Songversion dazu. Und ganz wichtig, ich bin bestimmt kein Fan von den Snare Drum Fällen und den Spiralteppichen von Fame. Und wenn ihr da nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmt und nochmal ordentliche Fälle von Remo, Code Drummans, Evans oder so euch zulegt oder einen vernünftigen Spiralteppich von Pearl, Sonor, wovon auch immer, ihr wertet die Snare Drum und den Klangcharakter der Snare unheimlich auf. Sie ist unfassbar toll verarbeitet. Ich finde, hat einen mega Look. Und ja, wie gesagt, die Snare Drum ist für mich absolut die Krönung.
solltet euch ja einfach mal dieses Schätzchen ja zugute führen und einfach mal antesten. Ich wünsche euch viel Spaß noch, eine gute Zeit euch. Wir sehen uns beim nächsten großen Podcast mit Timo und ich sage mit lieben Grüßen und einem tollen Abend, weil das Ganze nehme ich abends auf, euer Dirk. Ciao!